Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Krebse, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für Mai 2024. Für alle, die den Krebs als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und wir legen heute mit dem Crawley Tarot, Erat Aliquando, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu. So, los geht's! Schauen wir mal, welche Energie bei euch, liebe Krebse, gerade im Feld ist. So, welche Energie ist bei den Krebsen gerade im Feld? Okay, der Ritter der Schwerter. Okay, das ist eine glasklare Energie, liebe Krebse. Ritter der Schwerter ist Luftelement. Der Ritter der Schwerter kann oftmals in seiner negativen Ausprägung auch wirklich eiskalt und berechnend, durch die Tür fegen. Ja, also das ist so eine, ihr seid vielleicht wirklich gerade in so einer Energie der klaren Worte. Also ich nehme euch mit dieser Energie sehr, sehr tacheles wahr. Ihr bringt die Dinge auf den Punkt, Dinge, die für euch nicht passen, werden glasklar angesprochen. Da gibt's kein Shishi, Diplomatie, Lullipulli, Glitzerkram, Gedöns, sondern hier wird tacheles geredet. Das sagt mir auch die verdeckte Energie des Prinz der Schwerter, ja, also und darunter liegt die Zwei der Kelche. So, also es geht für euch wirklich darum, euch ist glasklar, dass ihr nur noch wertschätzende Verbindungen auf Augenhöhe wollt. Und wenn ihr nur ansatzweise merkt, dass hier jemand Gemauschel macht, dann werdet ihr den zur Rede stellen. Ja, also ich nehme euch sehr tacheles wahr. Ganz einfach. Hier wird nicht um den heißen Brei herum geredet, sondern hier wird glasklar gesagt, nö, das kommt für mich gerade nicht stimmig an. Du machst mir hier was vor, ich fühle mich hier gerade veräppelt. Sag, was Sache ist, ansonsten brauchen wir nicht weiterreden. So, was ergänzt hier noch Erat Aliquando? Wir haben mit der Kutsche die uralte Eibe, dann haben wir die Nachtigall mit dem Abendlied der wahren Liebe. Wow, das sind zu viele. So, zwei bis maximal drei Karten. Wir haben den Herrn. Ihr wisst, wenn der Herr fällt, ist immer ein euch wichtiger Mensch gemeint. Ja, ein Gegenüber. Wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit repräsentiert. Aber Rollen können vertauscht sein. So, und wir haben noch das Glühwürmchen. Und was ergänzt hier noch das Lenormand? Ja. Wir haben die Wege und das Haus. Okay. Also ihr seid auf jeden Fall in der Tacheles-Energie. Ja, hier wird nicht mehr rumdiskutiert oder sonst irgendwas, sondern ihr sagt hier Butter bei die Fische. So, wir haben die Spiegelung mit der Kutsche auf das Glühwürmchen. Ihr wollt mit der Kutsche, seid ihr nicht so, dass ihr es übers Knie brecht oder dass ihr mit der Kutsche sagt, hey, Eile mit Weile. Ihr wisst, dass diese Energie, in der ihr gerade seid, dass die Schritt für Schritt gegangen werden will. Aber ihr wisst auch, dass ihr eure Lebensreise genießen wollt und dass ihr mit dem Glühwürmchen eine wahre Schatzkiste voll funkelnder Erinnerungen erschaffen wollt. Ihr wollt euren Mitsommernachtstraum leben. Ihr wollt funkelnde Erinnerungen. Ihr wollt schöne Erinnerungen von Sommernächten, an denen man am Lagerfeuer sitzt bei Gitarrenmusik und gegenseitig über den Sinn des Lebens philosophiert und gemeinsam lacht und schöne Momente schafft. Ja, an dieser Energie arbeitet ihr und ihr merkt, dass hier auch mit der Spiegelung von dem Herrn auf die uralte Eibe, dass ihr, wenn ihr in dieser Energie seid, ja, ihr es auch schafft, dass andere dieses Portal durchschreiten mögen. Also ihr seid hier so ein bisschen in einer
vielleicht auch Vorbildfunktion in Anführungsstrichen. Ja, denn ihr spürt, wenn Menschen euch auf dieser Energie hier auch begegnen, wir haben hier die Energie des gereiften Herrn. Dieser Herr weiß sehr wohl um seine Gefühle und seine Taten zeigen, was er fühlt, weil er vielleicht nicht zwingend viel darüber spricht. Aber es geht hier darum, um aus dem Herzen zu handeln. Und ihr spürt einfach, ja, also wenn ich diese Spiegelung mir anschaue, wenn ihr diese Energie vorlebt, ja, und eben nicht mehr um den heißen Brei herumredet, sondern sagt, hey, das ist mir wichtig, ja, dann spürt ihr auch, dass wenn jemand auf dieser Energie mitschwingt, in der Energie der Nachtigall mit dem Abendlied der wahren Liebe, ja, dass diese Lebensenergie sich hier auch wirklich durch die uralte Eibe hindurchzieht und man gemeinsam in eine höhere Ebene hineinschwingen kann. Und ihr trefft, also das ist eine sehr spannende Energie. Ja, also ihr seid auf dem Weg, dieses Portal zu durchschreiten, die neue Welt der, sag ich mal, der erfüllten Lebens- und Liebensverbindungen hier zu erschaffen. Ja, und wir sehen, wie diese Energie hier auch auf euer Umfeld eine Auswirkung hat und sozusagen das Licht bei eurem Umfeld mit dem Glühwürmchen mit anzündet. Und wir sehen hier, dass ihr euch mehr und mehr mit den Wegen und dem Haus für diese Stabilität, für diese gesunde, tragende Energie in eurem Leben entscheidet. Das ist wie so eine, ja, ich treffe jetzt die Entscheidung, bei mir zu Hause zu sein. Ja, und diese Entscheidung habe ich für mich getroffen, weil ich keinen Bock mehr auf Spielchen habe. Ja, diese Kartenkombination, die wir hier haben, kann natürlich auch sein, dass ihr es vermisst habt, in so einer spielerischen Leichtigkeit zu sein. Ja, und das wollt ihr jetzt eben auch damit erreichen, indem ihr einfach aus eurem Herzen mit Menschen, die aus ihrem Herzen euch begegnen, hier in allen Lebensbereichen zusammen agieren wollt, euren Weg gehen wollt und somit wirklich, ja, man kann das auch übersetzen mit der Kutsche und Glühwürmchen, ne? Der Weg ist das Ziel. Ihr wollt diese Lebensreise, den Weg eures Lebens genießen und das mit Leichtigkeit und spielerischer Neugier und ohne mit dem anderen Spielchen zu spielen oder dass mit euch Spielchen gespielt werden. So, welche Rune haben wir hier? Ja, wir haben die Surisas. Die Surisas ist die Rune der Rosen. Knoten aus der Zunge. Die Surisas ist die Rune der Riesen. Jetzt habe ich's. Das ist die Rune der Tursen. Das ist das Tosende, das Lärmende. Ja, das ist der Dorn. Dieser Dorn, der hat euch vielleicht, das ist die Schmerzen der Vergangenheit, die ihr erfahren habt. Aber es ist auch wie der Pflug, der die Erde aufreißt, damit ein Same eingebracht werden kann, der dann wieder mit der Erde bedeckt wird und jetzt erblühen will. Und hier macht ihr kein großes Getöse, sondern ihr wollt das erblühen. Ihr erkennt, dass das, was in eurem Leben euch widerfahren ist, ja, der ein oder andere schmerzhafte Abschnitt in eurem Leben, die ein oder andere Enttäuschung in eurem Leben, dass das auch ein geschicktes Heil war, weil ihr jetzt genau wisst, wofür wollt ihr erblühen, wofür wollt ihr euch vielleicht auch laut machen und euch stark machen und euch groß machen wie die Riesen. Ja, und hier geht ihr in Riesenschritten in die funkelnde, genussvolle Reise eures Lebens. Cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, liebe Krebse. Das war euer Zwischenimpuls für den Mai. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.